herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe gedacht, ich mache heute auch mal ein deutschsprachiges Video, weil ich eine ganz gute Idee hatte, wie man sich seine eBay-Plates quasi sicher machen kann. Weil wenn man die bestellt, diese Stamping-Plates, haben die immer sehr scharfe Kanten, an denen kann man sich halt auch schnell schneiden. Und damit das nicht passiert, habe ich mir einfach so ein Platzdeckchen besorgt, beziehungsweise so ein Set, da waren zwei Stück drin. Die kennt ihr ja, diese ganz normalen Platz-Set. Diese großen, ne? Die sind halt nicht so dünn, nicht so dick, sehr flexibel. Und lassen sich gut schneiden, halt einfach mit einer Schere. Ihr braucht eine Schere, dafür seid ihr Klebeband, euer Stamping Pad. Und was ich gemacht habe, ich habe hinten halt auf die Rückseite mir die Umrisse von dem Stamping Pad aufgezeichnet. Habe immer so einen halben Zentimeter Zugabe gegeben, damit es halt so ein bisschen übersteht, ne, damit man eben weg ist von dem Rand. Und ja, dann braucht ihr ein doppelseitiges Klebeband. Ich habe das dann ausgeschnitten, dann sieht es halt so aus. Das ist die Rückseite mit dem Muster. Könnt ihr natürlich jedes Muster nehmen, was ihr wollt. Dann nehmt ihr halt doppelseitiges Klebeband, ein bisschen kürzer als euer Stamping Plate halt ist. Es muss nicht ganz abschließen damit und es muss auch nicht komplett bedeckt sein hinten. Dann schneidet ihr das einfach ab. Klebt das hinten drauf auf euer Plate. Wie gesagt, also es muss jetzt nicht komplett gecovert sein hinten, das ist nicht schlimm. Es ist ja einfach nur, damit da ein Halt ist auf der Matte, also auf dem Hintergrund. So, dann gucke ich halt immer, wo unten ist, damit es auch passt mit dem Hintergrund. So, dann nehme ich die und halte sie einfach halt an die Linien, wo ich es angezeichnet habe. Einmal festdrücken. Überall richtig festdrücken und ja, dann seid ihr auch schon fertig. Probiert es doch einfach mal aus, so könnt ihr euch nicht mehr schneiden und ja, ich hoffe, die Idee gefällt euch und bis zum nächsten Mal.